Wen ruft man an, wenn in der Nachbarschaft etwas Merkwürdiges passiert? Richtig, die Ghostbusters sind zurück mit Frozen Empire ab dem morgigen 21. März in den deutschen Kinos. 116 Minuten ist der Film lang, ab 12 Jahren freigegeben und die Fortsetzung nach Ghostbusters Afterlife bzw. Legacy hieß er in Deutschland, ist aber von Jill Cannon inszeniert und damit nicht von Evan Reitman, der die beiden Originalfilme gemacht hat und ich glaube im Februar verstorben ist, und auch nicht von seinem Sohn Jason Reitman, der wiederum als Kind bei Papa schon mit am Set dabei saß und auch vor die Kamera durfte und der Vater beim letzten Film mit am Set war, um zu gucken, dass alles seine Richtigkeit hatte, weswegen Ghostbusters Legacy so tolle 80s-Vibes hatte und ich total überrascht war neben diesem merkwürdigen Ausflug in die Ghostbusters-Welt, 2016 war das, glaube ich, den wir getrost vergessen können, und ich so das Gefühl hatte, geil, die Ghostbusters fühlen sich wieder an wie die Ghostbusters, und dementsprechend habe ich mich gefreut auf Frozen Empire und auch die Grundidee, dass es da etwas Böses gibt, dass die Angst der Menschen in Kälte verwandeln kann, die im Grunde dann zu Tode erfrieren. Mit großen Bildern an Stränden von New York City hinein in die Stadt und riesigen Eiszapfen in den Trailern wurde uns schon aufgezeigt, was für ein Bösewicht uns im Grunde hier erwarten. Da dachte ich, das ist doch ein interessanter Aufhänger. Aber warum oder worum geht es erst einmal? Die Familie Spengler ist nicht mehr auf dem Land, sondern nach New York City eingekehrt, ins altbekannte, ikonische Feuerwehrhaus. Und sie geht ihrer Geisterjägerschaft inklusive Stiefvater Gary in dem großen, im Ecto One in New York City im Big Apple nach. Das aber schon durchaus zum Leidwesen des Bürgermeisters, der neben der Sachbeschädigung am liebsten die Ghostbusters abschaffen würde. Und das ist auch besonders für Phoebe sehr dramatisch, denn die ist gerade mal 15 Jahre alt, fällt unter Kinderarbeit und wird deswegen ausgegrenzt, wird aber ihre ganz eigene Bekanntschaft auf übernatürlicher Ebene machen, wo sich der Film leider nicht traut, die Geschichte ganz auszuerzählen. Und auch ihr Bruder wird mit Slimer ein paar Momente erleben, die zumindest zwischen den Kindern und den Geistern irgendwie auch eine gewisse Bande knüpfen können, während irgendwo ein Artefakt schlummert, das so viel böse und fiese Kraft innehat und ans Tageslicht wieder befördert wird, dass darin eine große Gefahr ruht, der man mit den herkömmlichen Mitteln nicht beikommen kann. Das ist so ein bisschen die Grundidee von Ghostbusters Frozen Empire. Nimmt quasi die neue Generation von Geisterjägern, da werden sich dann irgendwann auch diese alte Generation mit anschmiegen und versucht dann im Kern diese Geschichte zu erzählen und eröffnet mit einer wunderbaren Szene, wo ich erst einmal dachte, oh, das sieht richtig gut aus. Ein bisschen in die Geschichte zurückwandern, in einem Raum in New York City bekommen wir diese Kälte zu spüren und ich dachte sofort, ey, wenn das so funktioniert, dann ist das eine geile Eröffnung. Und wechselt dann auch zu so einem gritty, körnigen Look rüber, sodass Ghostbusters Frozen Empire vor allem bei den Außenaufnahmen so aussieht, als wäre der Film auf Film gedreht worden und erinnert so ein bisschen an diese 80s-Vibes. Und da war ich sofort dabei mit einer Geisterjagd durch New York City. Und das war dann leider auch der Höhepunkt des Films, der dann kontinuierlich nach den ersten 10 Minuten abbaut, zumindest aus meiner Sicht. Was Jill Cannon hier mit seinem 100 Millionen Dollar Budget macht, ist einen Film zu erzählen, der zwar mit einer guten Ausstattung daherkommt und auch so einer Effektwelt, wo ich sage, die passt irgendwo für sich zusammen, aber der braucht ganze 75 von 116 Minuten, um aus dem Knick zu kommen. Und die eigentliche Idee von diesem Bösewicht zu erzählen, da gibt es so ein riesiges Foreshadowing und immer wieder andeuten, wie gefährlich etwas ist und die Frage auch, wie geht man mit all den Geistern um und brauchen die eine neue Lagerstelle, und macht dabei so viele Nebenschauplätze um die Kinder auf, auch um die Familie, um die Frage, was bedeutet es, Stiefvater zu sein. Dann siehst du einen Dan Aykroyd und die Faszination übers Geisterdasein, einen Bill Murray bekommt seine zwei, drei Szenen, aber irgendwie auch nicht mehr. So, dass es irgendwie nur diesen Link gibt zur alten Zeit und vielleicht die Generation an Geisterjäger-Fans in die Kinos gelockt werden soll, die als Kinder mit denen groß geworden sind. Unter anderem ich, wirkt das aber wie so ein Tool, wo man hier und da Dinge streut, ohne aber stringent eine Geschichte zu erzählen, um dann nach 75 Minuten im Grunde aufzumachen, was super erwartbar ist. Und während man in New York City, in so einer ikonischen Stadt ist und die Ghostbusters ja auch immer zu New York City ein Stück weit gehören und es so tolle Schauplätze gibt, wie beispielsweise ein Empire State Building oder One World Trade Center oder Chrysler Building, Flatiron, Madison Square Garden, den Central Park, die Grand Central Station, whatever, verlegt man den Showdown in so einen sehr kleinen Raum, wie ich finde, lässt den viel zu schnell passieren, und auch die Idee, wie man dem Ganzen beikommen kann, die ist so einfach so hingeschnipst, dass mir das irgendwie total faul wirkte und ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich Ghostbusters Frozen Empire extrem versucht, aus Nostalgie zu speisen, aber nicht mit eigenen Ideen daherkommt. Und ich habe mich gefreut auf den Film, weil ich Legacy zuletzt mich so eiskalt überrascht hat, auf eine tolle Art und Weise. Und ich dachte, ach, guck mal, da sind ja genau die Vibes, auf die ich Bock habe. Und die mir irgendwie wieder so ein jugendliches, freudestrahlendes Feeling beim Filme gucken gegeben haben, rund um die Faszination Geister. Da ist Frozen Empire leider an vielen Ebenen liegen geblieben. Positiv hervorheben will ich erst einmal, beim Cast gibt es durchaus Schwierigkeiten,
zweiten McKenna Grace als Phoebe Spengler. Ich finde, die hat die interessanteste Geschichte, bekommt so eine Ebene, in der im Grunde auch ein Love Interest angedeutet wird, aber dann traut sich der Film nicht, es weiterzuerzählen. Den Weg wirklich konsequent weiterzugehen und auszuerzählen. Und da finde ich genau die, die ausgegrenzt wird aufgrund ihres Alters, aber trotzdem ihren Interessen nachgeht, eigentlich am spannendsten erzählt, weil die Geschichte auch ein bisschen Raum bekommen darf, aber nur um dann letztendlich so einen Pfad zu nehmen, wo ich mir denke, da nimmt man der ganzen Sache irgendwie die Luft raus. Finn Wolfhard als Trevor Spengler bekommt wirklich ehrlicherweise nur ein paar Szenen mit Slimer und ansonsten ist er dann halt irgendwie da. Wie eine neue Generation Geisterjäger fühlt sich das ehrlicherweise dann nicht an. Der wirkt viel zu ersetzbar in diesem Film. Und Carrie Coon und Paul Rudd, die als Kelly und Gary und als Eltern / Stiefeltern agieren sollen, sind am ehesten da, um das Thema Familie und was bedeutet das und bin ich vielleicht Stiefvater dir zu erzählen. Und auch da wird der Film letztendlich hinten raus eine so alberne Lösung, dass ich dachte, nimm das doch ein bisschen ernster, nimm doch dieses Thema ein bisschen ehrlicher und herzlicher an, dann habe ich zumindest was, wo man sich emotional verankern könnte mit diesem Film und richtig mitfühlen, aber so bleibt es auf so einer albernen Ebene, wo der Film nie zulässt, mal ein bisschen ehrlicher, ernster oder auch düsterer zu werden. Und wenn ich an die Original Ghostbusters-Filme zurückdenke, zum Beispiel an Viggo, oder hieß er Viggo, oder Eva, wie hieß dieses böse Gemälde und der Schleim des Fiesen, hatte ich als Kind immer auch so einen Gruselfaktor, der bleibt hier ehrlicherweise weg und man setzt auch auf diese kleinen Marshmallow-Männer als Running Gag und das kennen wir aber schon und da merkt man richtig diese eigene Ideenlosigkeit, die in diesem Skript nicht vorhanden ist, auch wenn Jason Reitman das unter anderem mitgeschrieben hat, zeigt sich das ganz krass, wenn man Kumail Nanjiani sieht, einer, der hier so aus dem Alltag heraus Besitzer dieses Artefaktes ist und das im Grunde loswerden will, aber damit geht eigentlich auch eine Verantwortung und eine Bestimmung einher und wenn man solche Pfade beschreitet, könnte man das Ganze wirklich ein bisschen größer und ein bisschen ernster nehmen, stattdessen zeigt er einmal mehr, dass sein Spiel auf dieser ironischen Ebene in erster Linie funktioniert und da finde ich auch, sollte aus diesem Schatten langsam mal heraustreten, weswegen diese Figur auch so eine gewisse Lächerlichkeit mit sich bringt und Bill Murray, Dan Aykroyd, habe ich schon gesagt, wirkt so eben wie so ein Marketing-Tool, um eine Generation abzuholen, eher Dan Aykroyd hat mir noch zugesagt, weil er zumindest so eine glaubwürdige Faszination für das Übernatürliche wiedergibt oder dann beispielsweise Patton Oswalt, der in einer Bibliothek arbeitet und im Grunde nach einer Sache gefragt, sofort sagt, ja, das kenne ich, dann geht's in einen besonderen Raum der Bibliothek, er greift sofort das Buch, was anscheinend uralt ist, aber kein Körnchen Staub drauf hat, schlägt eine Seite auf und sagt, hier ist es. Und ich denke mir so, das ist schlechte Schreibe. Das ist wirklich, wirklich schade. Und ich saß so im Saal und dachte, das wollen sie mir jetzt verkaufen. Ich finde den Film deswegen nicht kacke. Aber ich ging mit so einer gewissen Freude rein und dachte, oh ja, der letzte hat mir gefallen, sodass ich echt enttäuscht wurde. Und der Film sich deutlich schlechter anfühlt als sein Vorgänger. Die Kameraarbeit mochte ich in meisten Teilen, weil sie eben diesen körnigen, gritty Look hat. Ich finde auch die Ausstattung, die Sets sind ganz oft voll mit super vielen so wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen Kram überall alles zugestellt, sodass ich das Gefühl hatte, dass so dieses rumpelige und doch private auch der Ghostbusters sich transportiert. Das würde ich gerne positiv hervorheben. Ich mag auch die Effekte, wie sie zumindest für sich in ihren Farben aufgebaut sind in Ghostbusters. Kann ich super mit leben. Und die starke Eröffnungsszene habe ich ja bereits erwähnt. Und dass auch McKenna Grace hier durchaus was darbietet, wo ich denke, das ist eine interessante Geschichte. Aber dass der Film sich so sehr versucht, durch Nostalgie zu spalten und zu viele kleine Geschichten aufmacht und sich damit zu vollpackt, ohne die Sachen wirklich bedienen zu können. 75 Minuten braucht, um in die Gänge zu kommen. Der Showdown für mich viel zu klein gehalten, ist insgesamt der Film zu vorhersehbar und zu wenig bestückt mit eigenen Ideen und mir ehrlicherweise auch schon zu viel im Trailer gezeigt wurde, ist mir das zu schmal. Und dann komme ich wegen seinem ganzen Bild und Look und Stil vielleicht noch bei gnädigen 6 von 10 möglichen Punkten raus für Ghostbusters Frozen Empire als Action-Abenteuerfilm insgesamt, aber bloß noch 4,5 von 10 möglichen Punkten. Und das ist sehr weit weg vom Vorgänger, wo ich glaube ich bei 8 war. Und so hat es sich auch angefühlt. Die 116 Minuten sehr lang und ich finde es wirklich schade. Ich hatte Lust, für mich hat er nicht funktioniert. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ab morgen in den deutschen Kinos Ghostbusters Frozen Empire. Und damit bin ich am Ende meiner Review zu diesem Film und bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.